Okay, da sind wir wieder. Ups, was mache ich da? So, jetzt sehe ich mal mich ja noch was. Das ist das hier. Achso, das ist schon die eine Familie. Genau, ich wollte jetzt eigentlich mal so einen versuchen, so einen Satansbraten zu basteln. Nein, du nicht. Das kommt später, mal sehen. JB Jumpa. Wow. Mädchen, ja genau, ein freches Mädchen machen wir. Genau, gucken wir mal. Kreativ, nein. Motorik, sozial, nein. Haben wir hier nicht, können wir nichts mental. Ja, können wir hier nicht auswählen. Dann kriege ich daran. Was können wir sozial machen? Liebling der Massen, nee. Oder hier? Kreatives Wunderkind, nein. Und hier? Kleiner Frechdachs, genau, kleiner Frechdachs, okay. Das machen wir. Dann düster. Die Sims sind häufig traurig, nein. Die soll ja frech und böse sein, also. Fröhlich, was haben wir denn da? Selbstsicher. Die Sims neigt dazu, selbstsicher zu sein. Spinner. Die Sims sind häufig verspielt. Kreativ. Die Sims können mit anderen den Teilen Hitzkopf. Die Sims sind oft wütend, können andere Sims anstacheln und werden wütend. Anstacheln und werden wütend, ne? Wenn sie zum Ziel vom Umfug werden. Achso, werden wütend. Achso, ach, neu. Das ist ein Punkt. Dann komm mal. Okay. Das gefällt mir nicht. Ich habe auch musikalisch Perfektionist. Nein. Faul, nein, chaotisch wäre ganz nett. Kleptomanisch wäre auch mal eine nette Sache. Was haben wir denn da Schönes? Ordentlich auf gar keinen. Wahnsinnig. Wahnsinnig, das passt gut. Sie können Selbstgespräche führen und ihre Emotionen sind unvorhersehbar. Das klingt auch gut. Das klingt auch gut. Gemein, genau. Wir wollen ja ein Böse. Gemein. Genau. Oder gruselig. Ah ne, gesellig, schade. Gruselig, gut, aber nein. Gesellig auf keinen. Böse, böse, böse. Böse. Ja, ja, ja. Ja, genau. Böse. Alles klar. Das sind wir so. So, Satansbraten haben wir halt, ne? So. Mehr können wir leider nicht hinzutun, es muss so gehen. Okay, dann machen wir jetzt uns an das Outfit dran. Blub, blub. Alltagskleidung. Schauen wir mal. Als Wurst? Ah, nein. Als Judah? Ah, nein. Schauen wir mal, was geht, nicht wahr? Das müssen wir uns nicht einschränken, alles aktivieren. Diese Jungs natürlich sehen ein bisschen doof aus. Die Haare kümmern uns auch noch drum, das muss auch ein bisschen frecher werden, oder was? Satansbraten darf ruhig niedlich aussehen. So, weiß ja, der böse Wolf kommt hier mal in Schafspelz. Mal gucken, was wir so haben. Das ist ja ein Handtuch. Das ist nö. Hier ist dunkel. Ich hole hier ein bisschen mehr Rose. I love you, Mami. Ein bisschen, was steht da drauf? Daddy's little girl. Das wäre eigentlich egal. Oder hier? Sehr konservativ. Nein, gefällt mir nicht. Passt nicht zu ihr. Und ist das? Ah, auch nicht. Gut, ich kann die Farben hier noch auswählen, oder ne? Sagt mir jetzt nicht so zu. Oder das hier? Nö. Auch nicht. Und das? Auch nicht. Hier ein Sportanzug. Toll. Oder so eins. Ja, ist zwar ganz nett hier. Aber nö. Das hier? Ist auch nicht schlecht, ne? Ich gucke erstmal so durch. Also das ist doch ein bisschen. Wir haben es aber auch nicht eilig. Diese Folge mache ich jetzt auch keine Zeitbegrenzung. Ich mache das so lange, ich diese Teufelskind fertig habe. Dann war es eine Teufelsfamilie. Weiß ich noch nicht so genau. Das sieht so richtig brav aus, ne? Ah, das Gesicht muss ich noch gestylen. Was ist das hier? Nö. Das?
Sieht von der Struktur ja so ziemlich natürlich aus, ne? Das sieht gar nicht so schlecht aus. Also das hier. Gefällt mir noch nicht so ganz so. Das ist auch nicht schlecht. Und hier ein Jeans. Jupp, das könnte gefallen. Das hier. Das passt mit der Halloween-Hände drauf, ja. Ja. Oder finden wir die Gehirnstation ein? Das hat nichts. Unsichtbar. Dass man die Dinger nicht rauskriegt, das ist schade. Dass man die nicht rausschmeißen kann. Ich müsste das raussuchen, wie die Dinger heißen. Ich kann das nicht. Ach, ja, so ein kürzeres Kleid. Auch frech aus. Wie war so? Hm. Oder das hier? Rosa. Ah. Bin aber nicht so geschickt, mich in ein Kleid, dass das am. Naja. So, müssen wir sehen. Da weiß ich noch nicht so genau. Was so richtig passen zu würde. Ein Cut-Style oder hier sowas. Nee, das hat nix. Oder das? Das sieht auch schön aus. Das sieht auch gut aus. Oder nehmen wir das? Gefällt mir das noch besser. Oder ist das mit dem hier? Nee. Das? Nö. Langweilig, was ist da los? Ach, das ist wieder so ein unsichtbares hier. Oder hier sowas. Oder hier kommt eine Jeanshose daher. Aber da sind wir auch schon am Ende. Ich tendiere hier zu diesem Kleid. Da müssen wir was in die Füße noch tun, ne? Was ist passenderes? Obwohl das passt. Ne? Also was? Das sieht so konservativ aus. So, das sieht so ein bisschen. Ja, andere Farbe vielleicht? Das ist so. Haben wir noch was anderes an Schuhen? Gummischuhe passen nicht ganz so dazu. Okay, dann haben wir erstmal so ihre Alltagskleidung. Ach ja, dann fangen wir erstmal kurz umspringen. Haare. Ja, so. Ah. Ja, das passt zum Kleid, ne? Irgendwie schon krass. Hier. Nein. Hier so lange Haare. Huch, die sind extrem lang. Hat auch was, ne? Aber da müssten sie weiß sein. Nein. Lila sein. Rot. Rotes Haar, krass. Bisschen dunkleres rotes Haar. Ein helleres rotes Haar. Und hat ja auch was. Aber wir gucken mal weiter. Wir haben noch ein paar mehr. Ups, nein, ich bin noch nicht fertig mit Frisuren. Diese Frisur vielleicht hier. Achso, so ein Rundausschnitt. Oder hier. Das soll ruhig ein bisschen so schüchtern aussehen. Huch, hier habe ich jetzt. Was ist das? So, so ein Lappen da unten dran. Oben. Ohne. Oder so. Was soll dieser Tuch? Verband oder so sein? Keine Ahnung. Oder das hier. Ihr macht das einen auch nicht leicht, ne? Also, so richtig unterstützen tut ihr mich jetzt gerade nicht, finde ich. Diese Haare. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Was mit dem hier? Ah, ne. Was ist? Huch. Nein, das ist noch nicht. Ich glaube, den erstmal. Die machen wir auch. Rot. Oder pink? Das sieht unnatürlich aus, ne? Nein, so knallrot. Man sieht auch nicht so natürlich aus, aber besser. Und das hier?
Meh. Den fand ich vorher schon besser. Ich glaube, das lassen wir so. Ihr Gesicht müsste vielleicht noch ein bisschen netter gemacht werden. Was haben wir denn da für Möglichkeiten? Zum Beispiel die Augen. Haben wir da nicht so ein paar spezielle Augen? Gesicht. Ach, wir haben schon vorgefertigte Gesichter. Ein bisschen asiatisch. Die hat einen fiesen Blick. Das ist gar nicht so verkehrt. Kann man das Gesicht ein bisschen schmaler machen? Ne? Das hat schon was. Dass sie die Augenbrauen immer so extrem hochziehen, dass sie so scheiße aussehen. Und dieses übertriebene Grinsen. Kann man das nicht Einhalt gebieten hier? Den Mund ein bisschen schmaler machen hier. Einschränken. Hier kleineres Mund. Klein, klein, klein. Ist hier kein kleineres Mund. Mund. So, ein bisschen kleiner. Genau. Alles klar? Dann ist es auch so. Das Ganze ist doch voll Psycho. Das haben die aber alle Sims. Das ist echt widerlich. Die Gesichtszüge sind nicht natürlich, Leute. Und da müsst ihr echt was ändern. Also diese übertriebene Grinse ist wirklich, dass der Unterkiefer fast abfällt. Widerlich. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? So, die Haare haben wir. Haben wir irgendeine Kopfbedeckung? Hörner oder so? Netter Gedanke, aber nö. Hey, was ist das denn hier? Achso, hat sie solche Ohren? Nein, will ich nicht. Oder hier? Achso. Okay. Bringt mich nicht wirklich weiter, glaube ich. Hier ist nix. Alles klar. Das soll kaum so reduzieren hier. Ah, hier, die Ohren. Nein, das lässt mal los da. Ohren, kann die Ohren die Farben ändern? Ja, man kann die Farben ändern. Würde aber besser in ein Rot passen, ne? So. So eine Art Hörner hier, so. Genau. Genau so. Dann mach das. Alles klar. Dann gehen wir wieder zurück. So. Wir die Details noch bearbeiten oder sieht das schon so gut aus? Nein, ich wollte jetzt den Bauch ein bisschen schmaler. Hier. Schmalen Bauch. Upp, dick. Nee, wir machen dich dünn. Und ich dünn hier, so. Da mal drin. Ja, sag. Alles klar. Haben wir. Ich werde auch eine Hose stopfen können, aber. Achso, da sind auch nicht Hosen dabei. Okay. Mal schauen, was es hier so gibt. Das ist ja schon gemacht. Weil das hier auch nicht schlecht aussieht. Nein, das ist doch nicht gut aus. Da bin ich zurück. So. Plugins. Nö, das ist noch nichts so dabei, was mich jetzt inspiriert. Sag mal, das muss sein. Nein, da ist nichts dabei. Okay, das lassen wir so. Dann geht's weiter. Dann machen wir uns, ja. Das ist jetzt Anzüge. Dann müssen wir das sowieso auf jeden Fall auf Abendkleid setzen. So eins. So eins, da gibt es verschiedene Farben. Schwarz wird über hier passen, glaube ich, gut, ne? Da müssen die Schuhe noch fixer werden. Schuhe. Nicht rot, schwarz. So. Bin ich sicher, ob ich damit das hier vielleicht besser. Das sieht besser aus. Das nehmen wir. Das ist aber Sport. Okay, Sport. Sport ist Mord. Nein, Sport.
Board. Gute Ansätze. Aber noch nicht die besten, nicht wahr? Das hier? Ja, wollen wir das? Genau. Können wir das eine andere Farbe kriegen? Ja, das so. Die Schuhe auch umfärben. Lass überlegen, welche Schuhe da am besten gehen. Diese hier. Ja, hervorragend. Perfekt. Wo ist Ihre schöne Kopfbekleidung weg? Ihr beiden Hörnchen. Ah, hier. Lass mal weg. Bei Sport sind die nicht da. So. Nachts. Die Nachtkleidung. Irgendwo den Hausschlappen hier. Zack. Die schicke Hausschlappen. Was ziehen wir denn für die Nacht an? Junge Dame. Hm? Das hier. Oder das hier. Hm. So. Ja, mein. Doch, das ist okay. Die Hausschlappen kriegen hier noch eine andere Farbe hin. Ne, die haben keine andere Farbe. Hm. Ach, lass mal. Lass mal so. Ach, ist okay. Alles klar. Zart ausbraten. Jetzt, das ist so ein Party-Outfit. Okay. Ein bisschen wild darf es sein. Also gehen wir dann in die Hosenabteilung eher, ne? Oh, die Hose hat sich schon an. Hm. Oder das hier? Na. Mit so einer Brille. Ne, die Brille passt, steht überhaupt nicht. Kann man da mal die Brille weg hier. Ich komme auf die fixe Idee, dass eine Brille da passen würde. Und noch nicht mit den Öhrchen wieder ran, das ist viel wichtiger. Und dann Öhrchen? Na, was? Ja. Wo sind die Öhrchen? Ich sehe sie gar nicht. Kann ich gar nicht sehen. Ah, leck mich an. Ah, so. So, alles klar, weiter geht's. Wir wollen weiter einkleiden. So. Hören wir das? Der Oberteil muss aber auch weg. Das Oberteil erstmal aus, was haben wir da? Das hier machen wir mal aus. So. Machen wir es weg. Ach, hier sind die Ohren auch wieder da. Das gibt mir ein Oberteil nicht. Interessant. Nehmen wir einen kleinen. Das schlägt's nicht. Okay. War das hier? Ein Löwen. Ein rosa. Rot. So. Glitzert das so. Fies. Oder so. Würde zum schwarzen Kleid passen hier, ne? So. Wir legen uns was weg. So sind die Beine weg, kommen wir auch nicht drauf. Hey! Nein, das soll ich ja wieder haben. Das fällt hier, diese Unterwäsche, ne? Will das hin? Nein, das natürlich soll ich nicht an. Ach hier, das da wird es sein, ne? Ah, so, weg ist das. Genau. Oder hier sowas? Nö. Da passt nicht wirklich was von. Oder? Nicht so richtig. Hm. Auch ein paar andere Schuhe braucht sie. Schuhe, Schuhe, Schuhe. Welche würden passen? Hm. Warte. So? Nee. Die hier vielleicht? So. Wo gibt es andere Farben von? Hm. Ja, gibt es. Mal schauen, welche würden gehen. Die nicht. Schwarz-grau, so. Das geht. So. Alles klar. Ja, sicher. Modedesigner werde ich wohl nicht mehr werden. So, und Schwimmoutfit dann nur noch. So. Ach ja. Da haben wir diverse, nehmen wir das. Rot, knalles Rot haben wir nicht. Pink. Oder das hier, ja, das ist kein Schwimmanzug. Das hier. Hm. Hat keine anderen Farben. Das sieht langweilig aus, das ist auch langweilig. Das ist Schwimmanzug, sogar Schwimmanzug. Hm. Merkwürdiges.
Teil. Oder das hier. Sieht auch nicht schlecht aus. Schwimmanzug. Was nehmen wir damit? Aber hier können wir nur. Nö. Nehmen wir das. Und lassen wir es so. Alles klar. Okay. So oft gehen sie ja eh nicht schwimmen. Dann haben wir das fertig. Jetzt brauchst du noch einen Namen haben, ne? Genau. Wie nennen wir die denn mal? Lifuet. Das soll man aussprechen. Lifuet. Hier dürfen wir das. Lifuet. Ob ihr das andersrum liest, bis hier. Was gemeint ist so. Lifuet und Bobum, was haben wir für einen Namen? Et, Song. So. Halalala. So. Machen wir das so, ne? Erklärt. Dann machen wir das so. Zack. Okay, ja. Ich muss eine erwachsene Person dazu machen. Kommen wir nicht dran vorbei. Politisch. Natürlich eine groß erwachsene Person. Ach, die Fresse. So. Alles klar. Dann hier muss natürlich auch noch. Oh Gott, die Scheißgesicht. Das war so unhöfliches Gesicht. So, das ist ja fürchterlich. Ah, alles klar. Ja, passt an. Ja, Frisur gefällt mir nicht. Weißt du was? Bleibt aber in Rot, bitte. Ja, da holt ihr freundliche Person auch so ein breites Grinsen wieder. Das ist nicht ganz verkehrt. Was haben wir denn noch? Maluschern. Nee, oder hier? Rot. Ja, rot. Rot hin, rot. Rot. Kein Rot? Hier gibt es nicht ein Rot. Also das Roteste, was geht hier mit? Das ist komisch. Schade. Passt aber auch nicht zu dir. Da passt auch gar nicht. Das passt auch gar nicht. Was ist damit los? Oh ja, na gut, das ist ein Fehler. Ich glaube, der gehört auch nicht rein. Der ist hier falsch fehlgeleitet. Das passt nicht. Das passt nicht. Wie sieht es denn rot aus? Vielleicht. Nee, doch, ist rot. Nicht ganz verkehrt. Rot sieht gar nicht so verkehrt aus. Dann haben wir das hier noch. Das können wir nicht in Rot färben. Ah. Ne? Das sieht auch schrill aus, ne? Diese. Ne. Und das hier ist falsch. Das hier irgendwie falsches Symbol. Aber wenn das hier in Rot. Oh, dann knall ich das Rot. Ne, dann brauche ich das knallige Rot rum nicht. Krass. So. Was haben wir noch? Oder hier? Das geht leider nicht in Rot. Schade. Das können wir so ein bisschen in Pink machen, aber nicht Rot. Aber bisher das hat uns am besten gefallen. Und schauen wir mal weiter. Aber die ist ja nicht, die müssen ja nicht so böse sein. Und hier. Rot. Ja. Auch das gefällt mir ganz gut. Das nehmen wir. So, okay. Was ist mein Gesicht los? Das Gesicht ist ja genetisch, wenn noch. Das würde ja eigentlich passen, ne? Ja. Das ist ein Outfit. Das stimmt alles okay. Ein Komplett-Outfit haben wir ja einfach nicht. Achso, hier kann ich vorgefertigte Outfits
Habe ich hier. Achso, erinnert sich die ganze Person, das ist doch scheiße. Ne, dann gehen wir hier hin. Und gucken, was wir hier so finden. Sowas. Finde ich ganz lustig, aber das passt hier nicht. Ein bisschen Leder. Oder hier. Aha. Nicht aha, passt doch gar nicht. Oh, unsichtbar. Schade, dass es nicht geht. Das nervt. So viele fehlerhafte Dinger dabei sind. Auch wieder fehlerhaft. So. Nö. Hier. Na, das. Passt schon zu ihr. Aber das ist für mich eher sowas zum Ausgehen, oder? Oh, das sind nur sehr, sehr schlichte Farben hierfür. Oh. So ein bisschen mutter hier. Ist auch eher zum Ausgehen. Was ist das? Okay, das ist wieder kaputt. Hm. Das hier. Das macht einem das nicht leicht. So. Ne, sieht ein bisschen bitchig aus, ne? Ja, genau. Ein bisschen gar nichts an. So, wunderbar. Schön, ne? Ja, herrlich. Am besten so. Oder hier noch weniger. Nun, das ist auch okay. Naja, kann auch in Sportkleidung rumlaufen den ganzen Tag. Oder unsichtbar sein. Hier so. Das ist alles Unterwäsche. Was ist denn damit los? So, hier ein Leder. Passt nicht zu ihr. Das passt auch nicht zu ihr. Was ist das hier? Das sieht auch langweilig aus. Das sieht noch langweiliger aus. Mann. Huch, nur so einfach eine Jacke. Alles klar. Hier so. Ja. Ja, genau, hier so. Das hier. Würde ein bisschen passen, ne? Oder? Gehen wir mal hier bei den Jeans-Sachen gucken. Was ist das denn hier? Hier eine schicke Jeans, Kurzlederhose, ne? Ja. Kurzlederhose wäre schon nicht ganz verkehrt. Ja. Schnappen wir uns noch ein schönes Oberteil. Ich sehe ja sonst auch nichts, was mir jetzt besonders zu sehr zu sagt, würde ich sagen. Aha. Aha, sagst du ja. Kannst du wohl laut sagen. Was ist das? Nö. Warte mal davon, bis er mal ganz zurückspringt. Das ist immer doof. Jetzt kommen wir radikal hier wieder runter. Kurze Hose hier. Auch nicht ganz schlecht. Was ist das? Ach so, eins. Die tun sich nicht viel, ne? Der ist ein bisschen schärfer hier. Meine Kontur hier aber nicht. Das sieht auch gar nicht schlecht aus. Was haben wir die Schuhe anders? Welche Schuhe haben wir denn dafür da? Solche. Ein bisschen verrückt. Verrückt ist toll. So, ein Oberteil brauchen wir noch. Für sowas. Also wenn ich das leider nicht sehen, den Ausschnitt, das ist ja langweilig. Und ich einfach nur so. Das sind T-Shirts, ne? Ja. Okay, oder sowas. Das passt nicht so ganz. Das passt nicht zum Kleid. Rock ist das ja. Ein Rock ist das ja. Sowas hier vielleicht. Aber das geht schon wieder, ne? Das passt so ein bisschen. Oder das hier. Das geht auch ganz gut. Huch, nein, das mache ich jetzt nicht. Das geht auch nicht. Ich glaube, mein Favorit ist noch der hier. Lass mal wieder hin. Blätter mal runter, was wir hier noch haben. Ne? Ne? Da sagen wir irgendwie überhaupt nichts zu weiter. Was jetzt dazu passt, ne? Das ist ja alles nicht schlecht, was ich habe, aber das passt so am besten. Ein bisschen verrückt, also. Okay, dann hier das zum Ausgehen. Huch, da sehe ich auch schon was Ähnliches.
Da wollten wir hier, aber das ist jetzt ja zum Ausgehen. Ist ein bisschen zu schlicht für das hier. Ist das hier? Huch. Nein, passt nicht. Rusche, rusche. So. Ja, geht leider nicht. Schade. Sowas. Ah, ist übertrieben. Oh, kann man durchgucken. Oh, die Unterwäsche ist langweilig. So, oder das hier? Nein. Hier sehr konservativ. Oder sowas. Ne, hat ja auch was. So, hier asiatisch. Was ja von ihrer Kultur her passen würde. Gibt es da andere Farben für? Nicht so viele, ne? Keine schöne Farbe irgendwie so richtig. Das nicht. Das sieht nicht aus. Das wird hier so. Genau, hier. Guck mal, das ist sparsam. Guck mal hier. Ne? Ja, ich möchte ihr kleinen Ferkel, hier geht doch schon wieder zappern. Was haben wir hier? So eine. Nee. Das ist nicht so einfach. Nur das? Nein. Das hier. Ach, schade, das geht natürlich wieder nicht. Auch eine andere Farbe nicht. Das hier? Auch nicht. Ach Mensch, Leute. Gibt es denn überhaupt irgendwas hier? Das sieht komisch aus. Gibt es nochmal verschiedene Farben? In Schwarz? Besser? Er hat so lange Beine dafür, glaube ich. Wie sieht es damit aus? Das gleiche Spiel. Ein Tick längeres. Das nehme ich schon hier. Genau. Einfach so. Fertig. Puh. Weiß ich nicht. Was denn? Nicht so einfach. Das ist aber auch nicht ganz verkehrt. Das ist nicht. Eigentlich passt das zu ihr. Wenn die Farbe so lass. Ich lasse es so erstmal. Okay, Sport. Aber die Sportabteilung. Das. Oh ja, das ist natürlich hier sehr lässig. Sehr lässig. Oder hier. Das ist wieder unsichtbar, schade. Und das wäre nochmal so. Hier sowas. Das ist doch von irgendeinem Spiel. Wie heißt das Spiel? Da sieht die Frau auch so ein Outfit an. Ah. Das ist wieder kaputt. Das ist langweilig. Das ist langweilig. Das ist, glaube ich, passt ganz gut, aber ich habe, glaube ich, schon verwendet, hat schon Verwendung bei einer anderen Person. Schauen wir mal hier, Sportsachen und so nach. Hier sowas. Sporthose in einer Farbe. Rot. Schuhe. Ah. Große Schuhe. Mächtig. Die hier? Die hier noch nicht schlecht. Okay, Oberteil. Checken Oberteil. Sowas? Passt das? Bisschen roter vielleicht. So? Nee, achso, der wechselt ja so rum. Achso, der nennt nur. Ach. Was das dann das Bessere? Das ist. Oh, puh. Bin mir nicht so sicher. Ich würde eher was Lockeres vorziehen. Können wir da irgendwas kommen? Achso. Hier so? Das ist unsichtbar. Auch unsichtbar. Das hier so ein bisschen stiftfrei. Was das nun sagen soll. Oh, genau. Aber es ist wenigstens nicht langweilig. Ja, sonst sehe ich auch nichts. Wir lassen das. Gibt es noch eine andere. Wo ist das? Da ist das. Eine Farbe für? Nö, keine andere Farbe für.
025. Hm. Lass ich jetzt einfach so. So, weiter. Ich will weiterkommen. Ich wollte ja eigentlich nicht so viel Zeit verschwenden da drin, ne? Was ist das? Hm. Okay, ist immer noch kaputt. Das ist sparsam. Ja, es geht um Nachtwäsche, ne? Ah, Nachtwäsche. Nachtwäsche. Was hier? In Rot? Ja, wir haben da keine Farben, ne? Da tut sich nicht viel. Das ist eine Option, natürlich. Die ist auch eine Option. Das ist auch gar nicht schlecht. Andere Farbe? Nein, andere Farbe haben wir da nicht für. Wie sieht das hier aus? Das sieht nicht gut aus. Aber würde von der. Ah. Das haben wir noch. Dann gehen wir durch. Zum Glück haben wir schon alles mal ausprobiert. Irgendwie in irgendeiner Form. Nö, das ist okay so. Hausschuhe? Nee, keine. Barfuß. Hm. So. Okay, das ist das Nachtoutfit. Gut, haben wir ganz demokratisch abgeschlossen. Geschlossen, das ist muss das sein, dieser Hut. Warum? Warum muss dieser Hut sein? Der Hut. Blödsinn. So, alles klar, zurück. So, Hose und Zirkus. Mhm. Ist der hier, ne? Ja. Den hier nehmen. Öffnenverwendung, der ist auch kacke. Kacke. Party, ja. Yep. Ah, die habe ich schon auch in Verwendung, glaube ich. Hm, ich glaube, ich habe sie alle schon irgendwo. Hm. Bin ich sicher. Entschuldigung. Hm. Das macht eigentlich unbedingt die Auswahl. Oh ja. Oh ja. Eine andere Farbe. Rot. So, dann ist echt nicht viel. So. Die Taschen, ich bin so weit oben da, diese Taschen, gehören die da hin? Hm. Okay. Ich glaube, da losen wir so. Das mir auch, das ist auch nicht schlecht. Das ist aber so wenig, ne? Und das hier? Die zwei zurück. Sonst haben wir nichts im Petto, was mir so zusagen würde. Ne. Ach, das ist so, glaube ich. Die Schuhe sind ja der Hammer, ne? Weißt du was? Oh. Nein. Sowas? Nee, wir haben wir schon so. Passt nicht. Oder sowas hier? Oder andere Farbe, ne? So. Ja, sag ich auch. Ja, die Schuhe gehen nicht. Die sind kaputt. Das ist ja nicht schön, dass sie kaputt sind. Solche. Und die würden ein bisschen passen, ne? Hm. Oder? Na, jetzt habt ihr auch keine Hilfe. Sag doch mal. Na komm, Basta, die nehmen wir jetzt. Eine Farbe rot. Passt nicht, das ist zu krass. So, alles klar. Das sind wir so. Ja, genau. Alles klar.
Ja, schon geil. So, baut das auch. Schicken Schwimmanzug, ja. Nein, nein, das meine ich da. Oh, ja. Ja. Sehr interessant. Konservativ. Den haben wir schon da. Und hier sowas. Ja, auch nicht schlecht, ne? Ich glaube, das haben wir schon. Hier, das Ding. Na, ja, kann man auch machen. Ja, nee, grün passt nicht. Dunkel und schwarz. Ja. Das war schon. Auswahl auch eher mäßig. Aber gut, machen wir so. Alles klar, das ist okay so. Muss ich ja noch einen Namen geben, ne? War das so? Ne, sie ist so. Elternteil, ne? So. Cricky. Oh, was? Hola. Nee. Nein, wieder zurück, Schlaufe, ja. Zurück, wie wir haben. Da ist sie. Ist immer noch ekelhaft. So. Aha. So. Ja, das möchte ich dir aber gerne speichern können. Wie mache ich das jetzt? Was haben wir denn hier? So. Beliebtheit, was haben wir noch? Die Dominanz. Niederträchtig. Nein, die ist nicht böse. Lieber. Und was macht man verführerisch? Ja. Sirien lassen. Romantiker, was ist das? Seelenverwandte. Diese Sims möchten die große Liebe finden und mit ihr ein erfülltes Ah. Leben verbringen. Ja, warum so? Zack. So. Fröhlich. Genau. Shusha. Ja, gut. Mehr darf ich nicht? Mehr darf ich nicht aussehen. So fest. Okay. Und Name? Ah, ja. Was für einen Namen haben wir denn da? Simone. Oder ja, da sieht man. So machen wir das. Klar, dann haben wir das fertig. Okay, dann können wir jetzt einziehen. Hervorragend. Foto machen. Vor. Na gut, fertig. Alles klar. Dann gehen wir die natürlich auch zu Hause. Ist ja wohl logisch. Wo können die denn wohnen? Wo ist noch was frei? Da wohnt schon welche. Da wohnt auch welche. Darauf können die nicht wohnen, da? Nö. Da? Hier muss ich ein Haus bauen für die dann. Ui, das wird schwierig. Haus bauen.
Da wohnen die Bohnen schon drin. Das hätte ich dran an den Pozzino. Haben wir hier? Wohnt schon welche drin. Kann ich die rausschmeißen? Nein. Nee. Die Ding. Und die sind dann frei, oder was? Ja? Geht das? So soll die Familie Weber bleiben oder ausziehen? Einziehen, rauswerfen. Rauswerfen natürlich. Weber rauswerfen? Ja, weg raus damit. Und die ziehen ein. Möbliert natürlich. So. Weber raus. So eine Scheißvolk da drin. So, gut, dass man die rauswerfen kann. Das freut mich. Und hier wohnt die Alleinerziehende mit der teuflischen Tochter. Ne? So, als Pflegekind Kind adoptieren soll. So, obwohl diese eine Familie sind, verstehe ich nicht. So, freundlich. Dann Schule fragen. Das muss ich mal erstmal miteinander verknüpfen. Freundlich. Wunderung ausdrücken. Freundlich. Nabeküse? Fesselnde Geschichte Haha, erzählen. Link. Ronki, Freundlich. Dizzy Wasser Bonder. nochmal Oh, kennenlernen. Freundlich. Gemeinsames Foto machen natürlich dazu. Botanami. Nichi Ja, Parsifay. freundlich. Oh, Und. Vinibau. Funichi Parsifay Froben. Hier voll Mann. Pifatau Bafangi. Okay, schauen wir mal die Hütte an, wie es Buhain. aussieht. Wie aussieht hier vorne ist gleich ein Schlafzimmer. Sonst mehr haben die hier nicht. Hier auch keine Etage höher oder so. Nö. Da ist die Küche, die ist getrennt. Die haben vorher mit 4 Personen hier gewohnt. Wie haben sie denn geschlafen? Das ist mir ein Rätsel. So, wir müssen auf jeden Fall kurz was ändern. Das Bett muss weg. Das ist klar. So. Und wo ist denn da die Tür? Da ist die Tür, okay. Dann würde ich sagen, tschüss. Stellen wir das mal dahin. Dann brauchen wir nochmal 2 Betten. Betten. Ach, hier sind Betten. Lalalala. Ein Kinderbett brauchen wir natürlich. Ist das? Kann man Children. Bla bla. Gibt es da Varianten von? Keine Varianten davon. Nur stumpf so. Okay, dann kommst du da hin. Und dann noch ein Bett für 2 Erwachsene, notfalls. Falls sie jemanden mal kennenlernt, dass sie da auch ein Bett frei hat. Wie geht, hat sie der noch genug Geld? Das sieht ganz modern aus. Das kann man mitnehmen. Muss ja dieses Hellton passend Bett sein. Kommt ihr noch durch? Zum Umdrehen natürlich. So. Vielleicht sollten wir das Möbelstück hier, ja, genau, anderswo hinstellen. So als. Ach, hier rum, ja. Hier an der Wand stellen, so. Siehst du wohl. Hier sind. Was? Nein, die Bücher sollen hier hin. Okay, die stellen wir da hin. Die Bücher da hin. Okay. Hier haben wir die Lampe. Die Lampe. Nein. Die Lampe. Ich will die Lampe haben. So. Oh, eine Deckenlampe wird besser, ne? Die mal weg. Wir machen dafür eine Deckenlampe. Elektronik. Kriege ich hier Lampen mehr? Das sind keine Lampen. Auch keine Lampen. Ich glaube, hier werde ich keine Lampen finden. Hier gibt es keine Lampen. Lago Elektronik habe ich jetzt aufgerufen und funktioniert nicht. Beleuchtung, da ist es doch. Ha, Beleuchtung. Und dann brauchen wir eine Deckenlampe. Eine schöne. So, komm. Das darf mal ruhig schön sein. Ja.
und diese hier ist auch fürchterlich weg. Und dann kommt auch eine schönere hin. Das Ziel hat hier. So, guck mal, das ist so gemütliches Licht, hä? So, Küche auch so eine widerliche Lampe. Da kommt auch eine andere Lampe. Ne? Küchenlampe. Sowas wird gerne für die Küche genommen, oder? Und hier so eine flache Lampe, so niedlich Pokémon. Das würde gut in die Küche passen, das ist die Frage. Das gucke ich mal gerade mal eben schnell. So Spots. Hm. Hier so eine. Ja, ich mach so eine, pass ran. Eine passt besser als die Küche. So. Haben wir. Brauchen wir das auch. Alles klar. Okay. So. Geschafft. Hat noch keinen Job. Karriere anschlagen. So. So. Okay. So, haben wir es. So, was möchte sie denn machen? Eine Karriere wählen. Astronautin, Kritikerin, lecker Maul, nein, Malerin, Politikerin, Schriftsteller, soziale Medien, Sportlerin, Technik, Guru, Verbrecherin, nein. Thema Politik. Ja, alles klar, Politik klingt gut. Politikerin, stelle dich in den Dienst der Öffentlichkeit, protestiere gegen die Ungerechtigkeit, sammle Spenden für den guten Zweck oder kassiere ab und zu Bestechungsgelder. Als großzügige Spende So, Politik ist immer interessant. Berufszweig, Politikerin und Stiftungsverwalterin. Mhm. Okay. So. Aber es am Anfang mit dem Zirkel unterstützen. So. Jetzt kalte Wasserströme und Aufgaben. Ja. Barza? Burba? Vera? Bob Abgor? Shimagra Gorsai? Flazzle Vilba? Okay. Senzibi Jalurba? Rika? Gut. Bei ihr aus. Wessefu Ukin? Wir können mit der losgehen und Streiche machen. Shalbo? Bumpy Wants. Ja. Chaos veranstalten hier. Komm her. Wo ist denn jetzt hin? Hey Mädchen. Wo ist denn das hier vor? Ich geh jetzt erstmal rein. Okay. Schau ich jetzt mal die Wohnung begutachten. So. So. Was ist das hier? Oh, wir sehen. So, ja. Genau. Mit der dürfen wir das nicht machen. Der dürfen wir richtig viel Umfug machen. Das ist richtig gut. Ja, was sollen wir noch machen? Aufholen? Nein, weitere Chaosveranstaltungen. Ja, es macht Spaß. Chaosveranstaltungen, weitere Chaosveranstaltungen. Richtig schön. Tob dich aus. Jo. Mach mal richtig hier. Na, wollen wir ein bisschen schreien. Wir machen hier so richtig schön. So, klatsch, klatsch. Ja. Ui, schön. Ja, Spaß hier. Oh, eine Nachbarin hier. Nachbarin, grob vorstellen, lustig vorstellen. Lustig vorstellen. So. So, vorstellen, neuen Nachbar begrüßen. So, oh, was haben wir noch? Lustig, Unfug. Erschrecke, falsche, schlechte Nachrichten. Erschrecken. So. Lustig. Aber die Geschichten erzählen. Oh, lustig. So. So, aber nachher begrüßen wir uns auch. So. So. Dag. Oh, Quink. Yabasani? Yalanim. So, Lenard.
eine freundliche? Eine Kennenlegen vielleicht freundlich. Aber eigentlich sind alle schockiert von der hässlichen Wohnung. Ja, die ist aber auch hässlich. Aktion, was hat sie denn? Nein. Hat sie ja die alle? Willst du gehen grob vorstellen? So. Also sie geht lieber Fernsehen gucken. Nein, Buch lesen. Mach's mal hin, egal. Tö. Angespannt, hey. Lockere Unterhaltung, angespannt, hey, ehrlich. Galbador. Ina Plivar. Ja, Basani. Lena Jongi. So, so. Jikla Odri. Hello, Yam. Superschön. Was haben wir da auch noch hier? Umfug, erschreckend. Oh, schön. Was ist das denn für eine Olle? Bitten zu gehen, freundlich, gemein. Verspotten. So. Böses Mädchen, böses Mädchen. Was haben wir denn hier noch? Aktionen? Nein, hier können wir nichts machen. Umfug. Erschrecken. Also hatten wir schon. Erschrecken hatten wir schon. Gemein. Gehen beschimpfen. Mutter Lama nennen. Genau. Lalalala. Schön. Los, ich werde das ab. Es geht weiter. Oh, ja. Falsche Schläge dachten wir können. Oh, was haben wir noch? Gemein. Beleidigen. Halt böse, die ist unglaublich böse. Aber wollen wir die auch mal fertig machen hier? Umfug, lalala, Esch. Zum falschen Party-Eiland. So, und was haben wir noch? Umfug, gemein. Über Outfit spotten. Ja, das ist oft, glaube ich, auch so. So, ist sie fertig. Jetzt ist sie fertig. Und die sieht auch komisch aus wie ein Barbie-Papier. Guck, die ist. Schön. Jetzt bin ich noch mal sehr. Warte ab. Es wird noch schlimmer. Gemein. Was denn? Das haben wir verbotene Wörter um die Ohren brüllen. So, gemein. Was haben wir da? Beleidigen. Ich kann mich jetzt richtig schön austoben. Mehr Auswahl gibt es, dann haben wir denn noch? Über Outfit-Sporten. Wut, wenn niedlichen. Ich glaube, die platzt gleich. Ich glaube, Panik in die Fresse, glaube ich. Gemein. Beleidigen. Gemein. Ampullen. Gemein. Verspocken. Schön. Die platzt gleich mal, wenn wir gewinnen. So, gemein. Bin noch nicht fertig. Naja, gehen wir weg. Das hier. Wir spielen. Spielen wir einen Trick. Okay. Ja, gehst du auch schon? Warum geht ihr denn schon alle? Die ist doch so nett. Die hat schlechte Laune jetzt. Wieso? Was ist denn da los? Wieso bist du nett zu ihr? Gemein. Schubsen. Schubsen mal. Gemein. Verspotten. Gemein. Wegen Unwohlsein verhöhnen. So, Umflug. Erschrecken.
Lalalala. Lustiges? Lustiges? Beziehungsweise nein. Umblödeln. Thomas im Schneid. So. Aha, gemein, gemein, gemein. Hör auf mit Spotten. Ach, da ist sie ja wieder. Die braucht noch ein bisschen Nachschlag. Die braucht noch einen Nachschlag. Kann sie kriegen, kann sie kriegen. Aktion. Nein. Hahaha, gemein. Verspotten. Gemein. Und hopp. Lauf nicht weg, ich will dich beleidigen. Oh, ich will dich zum Platzen bringen. Gemein beleidigen, ja, komm. Gemein beschimpfen. Und was für gemein haben wir denn noch? Schubsen. Gemein. Squamish. Was soll man denn? Gemein. Ja, was haben wir denn noch? Über Office-Spotten, wutverniedlichen. Ja. Gemein. Beleidigen wir nochmal. Gemein. Ich hab dein Herzinfarkt, oder? Schubsen wir nochmal ein bisschen. Gemein. Verspotten. Gemein. Opfer verspotten. Gemein. Kriegen wir doch hin hier, oder? Beschimpfen. Gemein. So. Nein, aber noch nicht. Wir haben sie noch nicht zum Platzen gebracht. Gemein. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn die. Squamish. Gemein. Was machen wir denn? Gemein. Beleidigen. Gemein. Anbrüllen. Gemein. Hopp. Gemein. Verspotten. Jetzt hast du sie auch voll. Na ja, komm, ich geh noch was. Na, schon fertig? Was ist noch nicht fertig? Gemein. Verspotten. Gemein. Beschimpfen. Gemein. Beleidigen. Ah, oh, wir sind noch nicht fertig mit gemeinen Aktionen, nein. Ah, sie ist noch immer hier. Gemein. Ah, Rosa. Oh, pardieu. Geht auch nicht weg, dies lässt sich nicht aus der Fassung bringen. Gemein verspotten. Unfug. Abschrecken. Hier ist ja nicht. Schön gemein sein. Das kann man sich eigentlich wegscheuchen, endlich. Bitte zu gehen. Tschüss. Verschwinde, Blüko. So. Sollte sie einfach was essen? Schnell Mahlzeit essen. Gut. Ja, die hat gute Laune. Oh, die herrliche Laune. Tschüss. Okay, das reicht dann auch für heute. Ja, wir wechseln mal wieder zu unserer anderen Familie rüber. Das war ja nur ein bisschen Spaß. So, damit wir eben hier halt auch so ein kleines böses Mädchen haben. Und die Mutter weiß davon gar nichts, wie böse ihr Kind eigentlich ist. Sie liebt es einfach nur. So, alles klar. Wobei bei denselben Namen haben sie das irgendwie nur Adoptionskind oder so. Ganz komisch. Dass man das da nicht nur einstellen konnte jetzt. Na egal. Ja, dann habt euch wohl. Bis demnächst, euer Jockel. Ciao.